Der Fursten Forest in Norddeutschland. Auf dem 400 Hektar großen Offroad-Spielplatz wird diesmal eine richtig dreckige Grip-Challenge ausgetragen. Zwei legendäre Fahrzeugmarken aus den USA geben sich hier eins auf die 12. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des gepflegten Motorsports. Ich sag mal so, endlich mal wieder Offroaden und endlich mal wieder Auto gegen Bike. Ich habe die Ikone aus Amerika am Start, den Jeep Wrangler Rubicon 270 Pferdchen. Das Ding hier kann alles und im Gelände kann vor allen Dingen ein gewisser Jens Kuck gar nichts. Matthias! Mahlzeit! Hey, grüß dich! So, du hast auch Amerika. Ich habe auch eine Ikone dabei. Es kann alles im Gelände, es kann nur nicht hier richtig parken. Warte mal. Wieso kann das nicht parken? Ja, es kippt um. Achso, es kippt um? Ja, aber ich habe eine Idee. Das ist leider geil. Jetzt kann ich mich mal ein bisschen entspannen hier. Das ist das allererste Offroad-Motorrad von Harley-Davidson, ne? Richtig. Also man erkennt die Harley. Sie hat eine volle Hütte-Ausstattung, alles, was zu einem modernen Motorrad dazugehört. Wir fahren heute aus. Tatsächlich, was ist das Bessere im Gelände? Ist es das Auto, der Jeep oder ist es die Harley, das Moped? Genau. Was wollen wir alles machen? Wir machen ein Drag Race. Am Ende werden wir auf jeden Fall einen Rundkurs machen, quasi die schnelle Runde. Wer performt da besser? Dazwischen gibt es ja noch so einen Reifenwechsel. Ich kriege einfach die Krise gleich. Mal davon abgesehen, dass wir jetzt richtig ernst machen. Was ist der Einsatz? Was ist die Strafe? Ach so, du willst, okay. Ich will ernst machen. Ja, dann lass uns doch so machen. Derjenige, der die Nummer verliert, muss am Ende die Karre von dem anderen putzen. Ach, du putzt mein Motorrad. Und ich glaube, nee, du putzt mein Auto, weil es wird, glaube ich, sehr, sehr dreckig werden. Los geht's, komm. Helm auf, los geht's. Ich habe auf jeden Fall heute nicht mehr vor, auszusteigen, wie du an meinem Outfit sehen kannst. Schön die weißen Schläppchen angezogen. Wie kriege ich die Karre jetzt da wieder raus? Kannst du mal Platz machen? Kannst du mal kurz mit rausheben oder so? Du hast das schon verstanden, dass es gegeneinander geht. Wir machen ernst. Du glaubst ja nicht im Ernst, dass ich dir hier raushelfe. Früher habe ich noch so ein bisschen Spaß gemacht, aber jetzt. Nein, die Harley-Davidson Panamerika 1250 Special meint es bitter ernst. 152 PS sorgen für 220 km/h Spitze. Das alles zum Grundpreis von knapp 18.000 Euro. Im Jeep Wrangler JL Rubicon arbeiten 272 Pferde. Knapp 160 km/h Topspeed reichen im Gelände voll auf. Bei exakt 58.000 Euro geht der Offroad-Spaß in der US-Kultkarre los. Als erste Challenge wartet ein Drag Race auf losem Untergrund, das es in sich hat. Jens! Die Startlinie ist hier. Leicht übers Ziel hinausgeschossen. So. Hallo. Hervorragend. Hervorragend. Das klappt ja wie am Schnürchen. Hast du ein bisschen zu viel Jas gehabt, oder was? Ich muss mich so ein bisschen einfinden. Helm auf, Helm ab. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis ich hier durch die ganze Knopfkunde gestiegen bin. Das ist so umfangreich. Du kannst alles einstellen, jeden Fahrmodi. Und hier das Richtige zu finden, dann würdest du sagen, okay, Offroad. Aber allein für die Variante gibt es schon wieder Untervarianten. Ja. Das ist mein Erstkontakt. Also ich habe es jetzt eben gesehen, fahr die ersten Meter und kann dir nicht sagen, was passiert. Also das ist eigentlich. Also muss man mit dem Motorrad quasi sich so einen Tag hier einbuchen, alle Modi durchspielen, rumstellen, damit man weiß, was der einzelne Modus macht und was er verändert und was. Genau. Unter welchem Untergrund besser ist. Genau. Ein Tag wäre jetzt schon ordentlich, aber ein halber Tag. Ich bräuchte besser. Zwei Tage. Ich werde jetzt erstmal mein Motorrad modifizieren. Spiegel weg. Was, warum wieso? Willst du die Spiegel abbauen? Sollte ich doch umkippen, ja? Dann ist die Gefahr jetzt relativ groß, dass so eine Armatur bricht. Deswegen schraube ich die jetzt einfach weg. Ach so, und wenn die Armatur bricht, dann ist auch quasi alles andere nicht mehr steuerbar. Ja, dann hängt die Bremse irgendwie runter und dann machen wir das einfach weg. Aber du hast doch noch Platz im Kofferraum, oder? Ja, aber du brauchst sie eh nicht, weil ich werde immer vorne sein. Ich habe gar keine Zeit, um im Spiegel zu gucken. Also, ich nehme die mal. Genau. Es sind 400 Meter bis da hinten hin. Ja. Und dann gibt es so eine Bremszone, die mit Pylonen abgesteckt ist, in der wir zum Stehen kommen müssen. Ja. Also nicht nur beschleunigen auf losem Untergrund, sondern auch bremsen auf losem Untergrund. Und wer da eben als erstes steht, der hat gewonnen.
Los geht's. Die Karten sind sehr gut gemischt für mich. Ich habe Allradantrieb, 4 Räder sind angetrieben, beim Jens sitzt nur 1. Genug haben wir rumgeeiert, ich bin hier zum Gewinnen. Wir sind beide Wettkampftypen und deswegen geht es immer um alles. Und deswegen werden wir halt auch alles geben und alles riskieren. Okay. Boah, alter Schwede. Ist egal. Hey, Baby, steh, schneller! Ja! Yeah! Bam! Scheiße! Das war so knapp, echt! Yes! Das war scheiße. Das war das allererste Mal, dass wir das hatten, dass in einem Drag Race das Auto gegen das Motorrad vorne liegt. Dreck. Ich habe mich so angestrengt, dass ich mich gefühlt eingebuddelt habe beim Beschleunigen. Und dann habe ich gemerkt, ich beschleunige auf dich zu. Ich bin als Erster losgekommen. Ja. Du standest gefühlt. Dann kam ein richtig harter Schlag, da habe ich ein bisschen Gas rausgenommen. Boah, alter Schwede. Ist egal. Das Gerät, ultra genial. Diese Wellen hat er schon sehr, sehr gut weggeschluckt. Und ist einfach, das Ding ist fürs Offroad gemacht. Ich habe einfach overpaced. Ich habe zu viel Gas gegeben am Anfang und jetzt bin ich sehr, sehr unglücklich. Ich würde am liebsten nochmal. Ich würde am liebsten jetzt die Punkte vergeben. Und zwar den einen, den es für diese Challenge gibt. Und der geht an wen? Jens? Ja, an den Matthias. Genau, der geht an den Matthias. An den Matthias. So. Damit setzt sich der Jeep direkt ab. In einer Disziplin, die eigentlich für die Harley wie geschaffen schien. Aber im Forsten Forest sind noch zahlreiche Punkte zu vergeben. Schon im nächsten Duell könnte Jens auf seinem US-Bike wieder gleichziehen. Komm mal raus. Jens. Komm mal raus. Diese Büchse macht ja so einen Spaß. Ja. Kurzer Radstand, ja. Kleiner Wendekreis hier, du tanzt hier durch die Bahn. Die haben dir das noch als Neuwagen verkauft, oder? Das ist ein Neuwagen, ja. Der Jeep Wrangler blickt auf eine legendäre Ahnenreihe zurück. Für viele Offroad-Fans ist er Oldschool im besten Sinne. Rustikale Stollenbereifung, 272 Turbo PS, nahezu unzerstörbare Technik mit zuschaltbarem Allrad samt Untersetzung. Das sind die Zutaten für Geländeabenteuer à la JL Rubicon. Guck mal dieses Motorrad an. Ja. Ja. So alles. Ja. Ja, also. Sieht mega cool aus. Es ist halt eigenständig, aber das ist innovativ. Mit der Panamerika wagt sich Harley-Davidson erstmals in unwegsames Terrain. Der hochmoderne V2-Motor in diesem Adventure-Touring-Bike leistet satte 152 PS. Noch nie war eine Serien-Harley so stark. Außerdem mit an Bord ein ganzes Arsenal an elektronischen Fahrhilfen. Oldschool ist das hier nicht. Das ist eigentlich ein alter. Es ist halt eine alte Kiste. Alten Knochen würde ich das Gerät jetzt tatsächlich nicht nennen wollen. Natürlich ist die Form alt, uralt, wie kennen Sie seit 100 Jahren gefühlt. Aber die Technik darunter ist vor allen Dingen als allererstes mal erprobt und er ist aufgerüstet mit den Features, die man so fürs tägliche Leben braucht. Ne? Radio, Klima, Navi, Lenkradheizung brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist aber trotzdem schön, wenn man sie hat, ehrlich gesagt. Auto und Motorrad stammen von legendären US-Marken. Aber während der Jeep über die Jahre gereift ist, schneidet Harley mit der Panamerika bewusst alte Zöpfe ab. Lass uns ein bisschen vergleichen, wer hat was an Features. Genau. Und dann sagen wir am Ende, okay, wer hat die besseren Features. Okay. Ja, Harley hat auf jeden Fall mal richtig einen rausgekickt. Ne? Das erste Offroad-Motorrad, seitdem es Harley-Davidson gibt. Dieses Fahrzeug hat viel, viel Zeug drin, was richtig geil ist. Angefangen von der Berganfahrhilfe. Da kommen wir jetzt drüber. Jetzt hör doch mal zu. Ja, sorry, ich habe einfach nur so. Ich bin ein fröhlicher Mensch. Fünf Fahrmodi. Zusätzlich noch zwei. Wofür brauchst du fünf Fahrmodi? Digga, ein Fahrmodi reicht.
Einfahrmodus. Ja, so ein Automatik, so ein langweiliges. Ja, Automatik rein und ich mach dich platt damit. Das ist langweilig. Du hast ein TFT-Display mit Touchscreen. Das ist aber innovativ für Harley. Für Harley ist es innovativ. Für Harley alles innovativer, geiler Scheiß. Okay. Dann hast du. Hab ich aber übrigens auch. Hast was hat alles. Er noch? Das überzeugt mich hat, nicht. Doch, er hat ein Fahrwerk, was automatisch runterfährt, wenn du anhältst. Damit du auch damit fahren kannst. Ich wusste, was du sagst. Okay, das ist schon krass, weil dann erweiterst du natürlich den Kreis der Personen, die damit fahren können. Aber das ist was wirklich sehr, sehr Spezielles. Ne? Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass es das bei Motorrädern gibt. Genau, das ist so einzigartig und ja, ein geiles Feature auf jeden Fall. Lass mich denken, als Nicht-Biker, du fährst an die Ampel und dann hast du, ah, Hilfe, meine Beine sind zu kurz. So in der und dem Moment fährt das Ding runter und du kannst dich perfekt abstützen. Oder? Genau, du kannst sogar einstellen, ob es schnell runterfährt oder langsam. Okay. Jetzt willst du sehen, ne? Ja, zeig mal. Warte. Konzentrieren Sie sich, ja, es ist nicht viel, ja? Also aber schon viel. Ja. Also das waren, was weiß ich, gefühlte zwischen 5 cm? 2,5 und 5 cm. Das ist so die Angabe. Du kannst ja auch je nach Fahrzustand noch das Fahrwerk einstellen. Da sind, sag ich mal, die Daten hinterlegt. Je nach Fahrprogramm passt sich das Fahrwerk an. Das kann deiner nicht. Das kann der definitiv nicht. Genau. Punkt geht an mich. Ja, okay, das ist gut. Das ist wirklich gut, ne? Weil es quasi den Kreis der Menschen erweitert, die das Motorrad fahren können. Der Punkt geht schon verdient an Jens und die Harley, weil sowas ja schon was echt Besonderes ist. Erstens bei Motorrädern und vor allen Dingen bei Harley. Dass die sowas da verbauen, ist halt total krass. Und dafür ja, hat er den Punkt verdient. Aber nur, wenn ich einmal fahren kann. Weil okay. Ich finde, dass die rattenscharf aussieht. Du bist am Rumstänkern. Ich will das selber mal ausprobieren. Probier es aus. Ja? Ja. Hast du in deinem Van noch ein paar Klamotten für mich? Ja, komm, los geht's. Moderne Elektronikhelferlein sorgen für den Ausgleich im Duell Auto gegen Motorrad. Sogar Matthias hat nun Lust auf eine Runde durchs Unterholz mit der knapp 250 Kilo schweren Harley. Wie geht die Bude an? Ja, hier Zündung an. Also kein Schlüssel. Jetzt geht er gerade runter. Krass. Alter Schwede, ist das krass. Das merkst du, ne? Und, ja, aber das ist super. Ohne Scheiß, weil vorher war ich die ganze Zeit total kippelig. Ja. Und jetzt stehe ich satt hier, obwohl es da so leicht runtergeht und ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich da runterfalle. Zusätzlich jetzt passt könntest es. Du das Sitzkissen auch noch absenken. Das wenn ich noch ein bisschen. Wenn du noch ein bisschen. Alles klar. Aber wir lassen das mal hier so aber männermäßig. Aber das ist ein cooles Feature. Ohne Scheiß, ja, den Punkt hast du verdient gekriegt. Also beziehungsweise die Harley. Der Punkt ist ja nicht für dich, sondern für die Harley. Okay. Viel Spaß mit meinem Kleinen, ne? Ja, wir sehen uns. Bis später. Geht das überhaupt mit den Stiefeln hier? Der Startknopf geht nicht? Doch. Nein. Kupplung ziehen. Ah! Ja. So. Also ich weiß natürlich, Leute, dass ich eigentlich im Stehen fahren muss, aber seid einfach nicht so hart mit mir. Ich bin kein Motorradfahrer. So, Freunde. Autowechsel, aber mit den Stiefeln ist schon. Da fährst du halt nicht jeden Tag, ne, mit so einer Bude hier. Ich weiß, das Motorrad performt gut, aber das Auto ist schon wendig. Er geht gut. Sehr geiles Handling hier von der Lenkung. Ich habe überhaupt gar kein Gefühl, wie schnell man damit durch eine Kurve fahren. Oh, Alter, was ist das denn? Alter Schwede, das ist krass. Also das fühlt sich tatsächlich an wie beim Skifahren, wo du halt nicht direkt eine Richtungsänderung hast, wenn du durch einen Tiefschnee fährst. Weiß nicht, ob ihr schon mal Tiefschnee gefahren seid, aber du lenkst quasi und es passiert erstmal nichts, aber dann passiert es halt doch. Aber ich finde es irre, was das Fahrwerk hier wegschluckt. Also es fühlt sich komfortabel an. Du kannst hier ganz normal durchballern. Der kleine Matthias möchte gerne aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Nicht, weil es einfach so Bock macht, sich einfach an sowas ranzutasten. Ich fahre einfach und guck, was passiert. Und teste das mal kurz aus hier, das Ding. Alter, ist das geil. Alter, ist das geil. Jetzt habe ich auch, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder sowas, habe ich so ein bisschen sowas, was man eventuell so ein bisschen Sicherheit nennen könnte.
Kann man hier drüber fahren? Okay. Kannst du ein bisschen Reaktion nehmen, ja. Okay. Yeah! Wuhu! Ist das geil! Ich fahre über diese Brücke. Ich flipp aus, ist das geil. Ich tauche nicht mehr zurück übrigens. Habe ich gerade beschlossen. Klima an. Das geht auch mit Crossstiefeln klar. Top. Worauf der Jens mich am meisten und am häufigsten hingewiesen hat, ist: Matthias, wenn das Ding fällt, lass es fallen. Oh shit. Hier ist schon wieder so eine Riesenpfütze. Pfütze habe ich ja wirklich Angst davor, ne? Okay, also, Jens hat gesagt, wenn du fällst, Matthias, lass es fallen. Versuch nicht, dich abzustützen, weil dann brichst du dir irgendwie das Bein oder sowas. Das hat er ungefähr 200 Mal gesagt. Ja? Er hat wirklich sehr, sehr viel Angst, dass ich hinfalle. Und dann, ey, das ist doch neutral drin gewesen. Und dann haben sie noch gesagt, Matthias, diese Wasserlöcher, ne? Lass die lieber weg, weil es kann sein, dass sie über 1,50 Meter tief sind. Gott, wie mache ich das denn jetzt? Ah, wenn ich da reinfahre, ne? Alter, soll ich einfach durchfahren? Okay. Matze ist back on track. Oh yeah. Da ist er wieder. Und fahr runter, mein kleines Schätzchen. Sensationell, ohne Quatsch, es hat so einen Spaß gemacht. Ich habe mich nur aufs Fahren konzentriert, ja, und habe versucht, das ein bisschen zu genießen, und das geht auch. Hat mega Bock gemacht. Einmal bin ich so gefahren, bieg um so eine Kurve um, Riesenpfütze. Ich so, oh nee. Dann habe ich so gedacht, ja okay, kann sich ja jetzt nicht abholen lassen, hier wie so der kleine Matze aus dem Kinderparadies. Zum Drehen vorbei. Kann sich nicht mehr selber aus dem Bällebad befreien, dann muss irgendwie mit dem Kran ausgezogen werden. Dann dachte ich mir, komm, du fährst jetzt einfach da durch und dann... Wenn du dich latzt, dann haben wir geile Bilder. Ja, okay. Wenn du dich nicht latzt, bist du der absolute Hero. Und du siehst, es ist nicht dreckig geworden, alles gut. Ist ja noch nicht mal nass. Nee, ich bin ja auch nebendurch gefahren. Ach so, nebendurch. Aber du weißt ja nicht, wie dick ist der Schlick. Ist das Schlick oder ist das fest befahrbarer Boden? Ja, genau. Deswegen hatte ja ich so einen Schiss. Aber alles gut. Also Bock hat die Harley auf jeden Fall gemacht. Ich musste mich am Anfang tatsächlich wirklich ganz, ganz langsam rantasten. Also für Jens ist das, was ich jetzt auch am Schluss mit dem Motorrad gemacht habe, glaube ich, eher so Fahrschulniveau. Ich fand es richtig geil, weil ich das Gefühl hatte, das du Auto kannst nicht mehr umfallen. Hält alles aus. Ich war mir aber nicht sicher, wie viel alles ist. Und dann hier über die Brücke drüber, ding, ding, durch das, die Bäume durch, echt geil. Ja. Zeit für die nächste Challenge im Offroad-Duell Auto gegen Motorrad. Und jetzt muss das Werkzeug raus. Reifenwechsel, meine Challenge, das geht ruckzuck beim Motorrad. Der Punkt sollte mir sicher sein. Also müsste schon echt alles schief laufen. Das dauert immer schon relativ lange, bis du da einmal alles ausgezogen hast und so, ne? Wann hast du das letzte Mal eigentlich einen Reifen gewechselt? Boah. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht daran erinnern. Nach wilden Ritten über Stock und Stein kann es passieren, dass einem Gummi mal die Puste ausgeht. Challenge 3 lautet deshalb Radwechsel im Gelände. Wir könnten einfach mal ausprobieren, wie schnell das geht. Rad wechseln, einmal ums Fahrzeug laufen, samt Reifen, einbauen oder hinbauen. Ja. Und hier schön aus diesem wundervollen Karree rausfahren. Aus der Wechselzone rausfahren. Aus der Wechselzone. Alles klar. Also das Problem hier im Gelände ist, dass du natürlich keinen festen Untergrund hast. Und dieser Wagenheber, egal was du irgendwo aufstellen möchtest, man stellt sich nur mal vor, ein Fahrrad willst du hier hinstellen mit dem Ständer, klappst den Ständer aus, Ständer dringt in die Erde ein und das Fahrrad kippt um. Genau dasselbe passiert mit dem Wagenheber. Man könnte ein Stück Baum irgendwo abschneiden oder irgendwas finden, was noch irgendwie fest ist und nicht so vermodert ist. Oder keine Ahnung, irgendeinen großen Stein, irgendwas wirst du finden. Und dann stellst du da den Wagenheber drauf und dann geht's los. Ich werde einfach mich beeilen und abliefern. Wann geht's los? Ich muss mich kurz vorbereiten. Aber das gehört doch dazu. Nein, es geht jetzt los. Beste Unterlage, ganz wichtig. Oh, weißt du, da kann ich mir Zeit lassen, oder? Und, schon aufgebockt? Wer macht da meine Hose wieder sauber? Mutti. Und jetzt kommt die Achse hoch. Okay. Ja, lala. Also ich glaube, das wird eine längere Nummer beim Herrn Malmedy.
Ich hätte mich gar nicht beeilen müssen, oder? Schon oben, jawohl. Matthias? Hä? Bin mal so eine Runde um die Karre rumgelaufen gerade. Ich will dich jetzt nicht unter Druck setzen, aber... Ernsthaft? Ja. Oh Gott, ich glaube, die sinkt mir gerade weg. Ich bekomme die Krise gleich. Scheiße, warte mal, die sinkt mir hier ein. Das gibt's ja wohl gar nicht, ey. Wie lange das dauert. Es ist zu heiß. Ich krieg komplett die Krise. Dass da kein Sand rumkommt, ne? Bist du schon wieder am Festmachen, oder was? Ja. Ein Himmelreich für einen Schlagschrauber. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich krieg einfach die Krise gleich. Boah, ich bin so richtig angepisst, ey. Ach, leck mich doch! Scheiße! Tschigipum! Da ist das nächste Ding! Ach, ist doch scheiße, ey. Hast du Probleme? Ja, brauchst du eine helfende Hand? Ich komm um mit der Hitze, echt. Kommst du klar, oder? Ich bin soweit. Leck mich! Ich komm um mit der Hitze! Ja, was ist denn los? Soll ich mal drücken? Geht, 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 ist drin. Danke dir. Was für ein Drama, ey. Du bist ja auch Motorradmeister, ja. Glaube ich, ne? Ja, das bringt alles nichts hier. Ja, das bringt nichts. Das ist fies von mir, aber das muss ich machen. Weil Leute kommen ja zu dir und lassen bei dir jetzt ihre Motorräder reparieren, sozusagen. Ne? Genau. Und die sehen dich jetzt, wie du hier im Fernsehen, gegen den Kirmesschrauber. Ah. Jetzt haut er mir gleich eine. Ich war großkotzig, wieder mein Fehler, weil ich safe gedacht habe, in dem Augenblick, der Punkt geht komplett an mich. Also das geht so schnell normalerweise, Ausbau war ja easy. Dann die Hülse abgestürzt, das Bike immer niedriger geworden. Ich habe es erst nicht gecheckt und habe gedacht, das steht hinten schon zu tief im Sand, dass ich das Rad nicht mehr reinkriege. Aber ist jetzt fest, oder? Es ist, glaube ich, fest. Dann musst du jetzt die Sitzbank wieder draufbauen. Ich habe einfach nur geschraubt. Ich weiß nicht, was bei Jens los war. Er hat jetzt kurz erklärt, dies ist schiefgelaufen, das da. Und deswegen war es irgendwie ein bisschen schwieriger. Und er hat so diverse Probleme gehabt. Bei mir ging alles okay. Es hätte jetzt ein Kaffee hätte noch gefehlt dazu. Ja, das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. Jetzt hat er die Aufgabe beendet. Yes! Okay, er hat gewonnen. Ich war einfach auch noch zu blöd dazu. Also das sind natürlich mal wieder alle Faktoren zusammengekommen. Alle. Danke dafür. Oh Mann. Okay. Ich hätte gedacht, safe, dass ich jetzt einen Punkt kriege. Matthias kann das Radwechselduell für sich entscheiden und geht mit seinem Jeep erneut in Führung. Jetzt geht's zum Grande Finale. Grande Finale. Schnelle Runde im Drag. Okay, los. Und jetzt solltest du vielleicht mal... Ich gebe jetzt einfach ne? alles, wie ja. eben auch. So Jens, jetzt wird's ernst. Ja, ich habe meine Jacke ausgezogen. Die letzte Challenge, ja? Die schnelle Runde. Was ist besser, was ist schneller? Das Fahrzeug, das Auto ja. oder das Motorrad? Das hinter mir wird schneller sein. Der Matthias oder der Jens? Der Matthias und sein Wrangler. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss das Ding gewinnen. Ja, weil es steht nämlich 2-1 für mich. Ich fühle mich unter Druck gesetzt gerade. Eigentlich könntest du nur ausgleichen, ja. aber unser Chef hat sich ausgedacht, für die letzte und wichtigste Challenge, muss ich ja zugeben, ist das Wichtigste auch für mich, gibt es 2 Punkte statt 1 Punkt. Also du kannst auch noch gewinnen. Danke dafür. Ja, super. Vielen Dank auch dafür, ja. Genau, was haben wir hier? Wir haben alles vorbereitet, um ein Auto oder ein Motorrad und den Motorradfahrer kaputt zu machen. Kaputt zu machen. Wir haben böse Wellen, wir haben Sprungkuppen, wir haben eine Brücke über Baumstämme.
Waschbrett. Schotter. Wasserdurchfahrten. Es wird unangenehm. Gut, dass ich der Mutti nicht gesagt habe, was ich heute mache. Gut, dass ich einen Anschnallgurt habe. Wer fängt an? Ah, fang du an. Ich habe schon hier das Hochpräzisionsgerät vereidigt und notariell abgesegnet. Hau doch mal einen raus. Also jetzt einfach los. Einfach los. Okay. Einfach los. Die Taktik kann nur sein, das Auto in einem Stück wieder hier hinzubringen. Weil wenn ich das nicht tue, dann kriege ich auch keine Punkte. Deswegen, es ist wirklich so ein Zielkonflikt zwischen Vollgas fahren, was im Gelände nie eine gute Idee ist, ist eigentlich komplett verboten, und ja, Material schonen. Ja, das beides bekriegt sich gegenseitig. Okay. Bitte, mein lieber Wrangler, mach, dass du hältst, okay? Geh bitte nicht kaputt. Kaputt kann ich nicht gebrauchen. Okay? Ah, sehr, sehr enge Kurve. Oh, 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 oh. Oh, oh shit. Ah, habe ich jetzt ordentlich Zeit liegen lassen? Da müssten wir ein bisschen was rausholen. Alter Schwede, ist das krank. Boah, Alter. Also das ist wirklich genau das Limit. Geht nicht schneller und langsamer darfst du auch nicht. Ich höre kein Motorgeräusch, ehrlich gesagt. Das schmeckt. Oh, ja. Ai, ai, ai. Und jetzt kommt die Passage, wo ich wirklich viel zu langsam fahren muss. Da vorne nochmal. Schön mit der Handbremse bremsen. Boah. Ich sag mal so, da kannst du nicht schneller drüber fahren. Das geht einfach nicht. Also kannst du schon. Aber dann hast du am Ende des Tages dein Auto nicht mehr. Okay, wie schnell geht das in der Kurve? Gut, 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 gut. Gas, Baby, Gas, Gas, Gas. Ich hab Puls. Oh, oh, oh. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Gas, Baby. Wie schnell kann man durchs Wasser fahren? Oh, yeah. Okay, das war Wasser. Alter, das ist krank. Das ist wirklich krank. Boah, krass. Alter Schwede. Und go, 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 go. Jawohl. Guck mal, wie der geduscht ist, Alter. Ach, Scheiße. Ich werde den nicht putzen, ne? Weißt du. Du wirst ihn putzen. Ich werde den nicht putzen. Weil das war sackschnell. Ich werde den nicht putzen. 1,55, 2,0. Genau, und es hängt nichts weg. Es hängt nichts weg, oder? Nee, es ist alles dran. Okay. Es ist alles dran. Okay. Es ist alles dran. Junge. Ich habe erst gedacht, ich habe schon gesagt, ich will den Punkt erkämpfen, ja? Ja. Weil man kein Motorgeräusch mehr gehört hat. Ja, der ist ja so leise. Alter, wie krass bist du wieder gefahren? Ich glaube, es war ganz gut, wirklich. Die Zeit ist 1,55, 2,0. Was die wert ist, wissen wir erst, wenn der Jens wieder hier ist. Ich glaube, dass das schon. Also, das war jetzt keine Kindergartenausfahrt. Das war jetzt schon der Zirille. Ich habe vermutet, dass Matthias alles gibt, dass er aber so richtig durchdreht. Ich hätte es mir denken können. Aber das war krass, die Nummer. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, ich mir auch. Aber wirklich, ganz im Ernst, das Wichtige ist, dass du heile wieder ankommst. Alter, der hat mir Steine ans Schienbein geschleudert. Das ist krass. Rechte Wellen hier. Das war der Hauptständer. Ja, kickt ganz schön. Eine Minute ist rum. Und ich höre nichts von ihm. Ja, ich bin schon befürchtet hier, dass es so weich ist hier. Thank you.
Oh Mann, ey, das wird so knapp. Wie lange braucht der noch? Oh shit, ist der schnell. Nein! Scheiße. Was ist los? Was ist los? Alter! Geil! Scheiße! Geil! Ich flippe komplett aus. Also. Ich auch. Matze Malmi, die hat das gemacht in 1:55:20. Und Jens Krupp hat das gemacht in 01:44:55. Ja! Ich raste komplett aus. Woohoo. Geil. Aber das war krass. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hammer. Ich habe mir so die Nummer in die Hose an dich. Die Nummer geht komplett an dich, ne? Du hast gewonnen. Ist das geil. Also es war wirklich krass. Das war echt krass. Gehen wir feiern heute, oder? Damit steht jetzt fest, ja, aber dieses Pizzelzeug da wegzumachen, dauert ja genauso lange wie kannst den ganzen dicken Schlamm. Auch noch mal mit es drüber? Es hieß nur das Motorrad. Also, ich mache jetzt dein Motorrad fertig und du hast gewonnen. Ja! Herzlichen Glückwunsch. Ja! Geil! Dank einer grandiosen Schlammschlacht entscheidet Jens auf der Harley das Duell Auto gegen Motorrad für sich. So. Wird den so lassen. Ja, den lasse ich auch so. Geil so. Ich würde zur Seite gehen, weil sonst... Also, soll ich dir ein paar Anweisungen geben oder willst du erst mal loslegen? Du kannst ja mal gucken, wie ich mich so anstelle. Ah.